Satisfied. Hä? Was machen die Froggos unter der Kloschüssel? Junge macht Unsinn in der Wasserrutsche, Freunde. Und was dann passiert, Freunde, werdet ihr in diesem Video sehen. Heute reagieren wir wieder auf virale Clips aus der ganzen Welt. Okay, ich wollte das Intro mal ein bisschen spannender machen. Genau, wenn ihr neu hier seid, mein Name ist Elmargo. Lasst jetzt ein Abo da, ansonsten werdet ihr ein Jahr lang Pech haben. Hallo, sexy Banana. Okay, der fährt... Okay, was kommt? Ja. Poop or is that like sand? Ja. Mhm, wenn du richtig Druck hast, ja. Mhm, dann sieht's ungefähr so aus. Okay, was? Okay, der hobelt hier den ganzen Schlamm raus. Oh, digging a grave would be so satisfying. Okay, das war wirklich satisfying. Hä? Was machen die Froggos unter der Kloschüssel? Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Oh mein Gott, stell dir mal vor, du machst so, du hast richtig Druck. Setz dich hin, ganz gemütlich, ja. Und dann springt der plötzlich hier so ein Froggo hinten ran, ne? Ey, wow. Wow. Freunde, diese Jungs hier albern einfach in der Wasserrutsche rum. Guckt euch an, das sind diese Trichterrutschen. Und ich hab gedacht, dass jedes Mal, wenn ich in so einer Trichterrutsche bin, dass man da ja einfach chillen bleiben kann. Also ich war auch letztens in der Nähe von Köln. Aqualand heißt das. Und da ist auch so eine Trichterrutsche. Und da kannst du einfach so chillen und so. Oder hier, Freunde. Hier fliegt der Typ aus dem Ring. So, man kann, wenn die Kamera sich da irgendwie, hier sieht man es, und er hält sich einfach noch im Ring fest. Oh mein Gott. Schafft er es wieder in den Ring, Freunde, in den Schwimmring. Wir werden's gleich erfahren. Zieh dich rein, komm! Oh mein Gott, okay, er hat's geschafft. Wow, er hat's wieder geschafft. Auch krass. Das muss auf jeden Fall Spaß machen. Oh! Okay, was? Could you imagine anything? Oh mein Gott, der wird hinter dem Boot hergezogen, oder? In New York City. Oh mein Gott, muss das geil sein. Or Miami, oder surft er einfach die Welle? Nee, oder? Mama. Wurde hinterhergezogen oder hat er... Okay, Freunde, das ist ein kleiner Hurricane. Ein kleiner Hurricane. Nefried only. Ein mini kleiner Hurricane. Oh mein Gott. Ey, wenn einfach dein Haus plötzlich weg weht, ja, wie krass muss das sein? You ever wondered how big buildings get built so fast? This is how fast they pour the cement. Okay, das ist geil. Hier wird das alles jetzt aufgefüllt mit Zement. Hier wird für irgendwas die Base gemacht. Hey, holt einfach sein Deutsche Bahnticket, holt einfach aus seinen Haaren. Na klar. Was zum Teufel? Achtung, dass die nicht gleich in deine... Okay, ich glaube, die kleine Schlange denkt, das ist Sand oder so und kann sich da verbuddeln, aber es ist eine Hand. Okay, der Bro hat auf jeden Fall richtig Bock. Man acht auf den Bro mit der Kapuze, der hat auf jeden Fall richtig Bock. Oh mein Gott, wird man da nass? Ja, ich würde sterben. Ich war einmal auch in Universal Studios und dann sind wir morgens direkt auch in so einer Wasserachterbahn. Direkt morgens, wo es noch relativ kühl war. Und wir wurden so nass. Also wir sind dann durch so eine Bahn gefahren und es war halt, guck mal, manchmal kommt man ja gut davon, aber diese Bahn war so, die war so schmerzfrei. Da sind einfach von der Seite, da bist du dann durch so ein Tunnelsystem mit so einem Boot und da kommen da einfach so Figuren hoch und die spritzen irgendwie nicht daneben oder man könnte so ein bisschen getroffen werden oder kriegt ein paar Spritzer ab. Nein, die spritzen dich einfach direkt in die Fresse. Also direkt. Und ich habe mir nur gedacht, Junge, das ist ja nicht mal Spaß, weil du einfach nur nass. Wir waren klitschenass. Und das um 9 Uhr morgens, wo es noch richtig kühl war, schattig war. Wir mussten direkt wieder aus dem Park raus, mussten uns umziehen und so, weil wir völlig gefroren haben. Okay, was haben wir hier mit Lava? Okay. Freunde, wir machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magengangster, an das Kanalmitglied Hanna Fushida, an Maxen TPC und an Zoe Matz. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar und mit etwas Glück bist du auch dabei. Oh mein Gott, der macht so einen Belag für so einen Platz. Oh mein Gott, das ist sehr satisfying. Aber er muss das richtig gleichmäßig machen. Okay, was ist... Okay. Was hat der denn für eine coole Hüppe? Na, Lava! Das war eingefügter Sound. Die haben niemals diese Musik gemacht mit den Hupen. Oh mein Gott, der Pinguin ist einfach aus dem Gehege raus. Pinguin, alles klar bei dir, Bro. Okay, Lava vs. Eis hatten wir auch schon im irgendwie vorletzten oder drittletzten Video. Okay, wer gewinnt? Ich glaube, Eis gewinnt, weil Eis braucht halt zu lange. Lava ist natürlich extrem heiß. Aber so in dieser kurzen Zeit, das kühlt halt so schnell ab. Bro, warum ist da eine Schlange? Ist das eine echte Schlange? Ich glaube, das ist sogar eine echte. Nee, doch. Hä? Er war zuerst so, ich hab mir noch keinen Schreck ein. Da hat er erst gedacht und dann denkt, ach, war nur eine Spielzeugschlange, eine unechte. Und dann checkt er erst, dass das eine echte ist. Ja, okay, das war lustig. Wow.
Aber das ist ein Scherz, den, glaube ich, finden nicht alle Leute lustig, weil ich glaube, es gibt Leute, die haben richtig Angst vor Fisch, vor Schlangen, ja. Oh, hier haben wir einen Pufferfisch. Die sind so süß. Aber jetzt nehmen wir bitte den Angelhaken aus dem Mund. Eckenblatt! Okay, das ist eine Aubergine, das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Katze, bist du noch lebendig? Ist alles gut? Oh mein Gott, wie süß. Wie süß ist denn bitte diese kleine Katze? Können wir uns einmal bitte darüber unterhalten, wie süß diese kleine Katze hier ist? Nein! Danke. Oh mein Gott, hier auch einfach ein... Ich wollte gerade sagen, das ist ein Hurricane, das sind irgendwelche Sachen, die durch die Luft gehen, aber das sind alles Vögel. Okay, das ist eine... Ist das eine Seuche? Eine Vogelseuche? Haben die sich überdimensional schnell verbreitet, weil das ist krank. Huh? Okay, warum beißt er sich in seinen eigenen Schwanz? Das werden wir uns fragen, aber werden diese Antwort nie bekommen. Okay, der macht sein Auto sauber. Auch sehr satisfying. Ja, saubere Autos sind echt schön, ja. Ich liebe es auch jedes Mal aus der Waschstraße zu kommen, Freunde. Okay, was haben wir hier? Ja, aha. Ja, das ist satisfying, ja. Das macht auch Spaß. Könnte ich mir auch den ganzen Tag angucken. Das ist ein ASMR. Oh, das ist satisfying. Eieiei. Hier haben wir ein neues Level von satisfying. Ah, von so Postern so diese Buchstaben rauszuziehen. Das ist krass satisfying. Vor allem, was ist Big Booty Boulevard? Okay, den Namen müssen wir jetzt nicht hinterfragen, welches Unternehmen sich so nennt. Okay, jetzt... Oh mein Gott, das ist schön, ja. Oh, das ist satisfying, ja. Boah, aber was für eine Arbeit für ein kleines Klick. Boah, okay, das ist wirklich sehr satisfying. Wow. Island Boy. Ey, der soll mir mal ein Schild für El Mago machen, ja? Häng ich mir denn hier in den Hintergrund? was ist das für eine grüne Creme, womit ihr ihre... Ich glaube, das ist Fingerfarbe oder so, ne? Kennt ihr das noch? Fingerfarbe? Im Kindergarten hat man damit immer gemalt mit Fingerfarbe. Oh. Oh, ich krieg mal Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil danach, wenn das so getrocknet hat, boah, ist das so voll unangenehm auf der Haut, wenn das so trocken ist. I'm sitting in my room by myself, playing some Xbox, just trying to have a normal day, right? Okay, das ist sehr satisfying. Okay, ich sollte aufhören, Slime-Videos zu gucken, ja. Die machen wieder... wie gesagt, ich habe es im vorletzten Video, glaube ich, gesagt. Ja, OG El Mago-Fans, die wissen noch, wie ich auf Slime damals reagiert habe. Und ich merke, die Sucht kann zurückkommen, ja. Boah, ich würde so gerne diesen Slime jetzt anfassen. Okay, was macht der hier? Okay, der füllt Wasser. Achtung, dass der nicht irgendein Höhlen-Dude ist, ja. Weil in solche kleinen Spalte, diese Höhlen-Leute, die haben halt keine Platzangst. Die gehen halt teilweise in solche Spalte rein. Jetzt füllt er das auf. Okay, das scheint unten dicht zu sein. Aber warum füllt er das auf? Was bringt dem das? Was bringt dem das? Ja, jetzt da Wasser. Und dann? Hä? Was hat er davon denn? Hä, was hat er davon? Oh mein, jetzt kommt da irgendwelche... Wie, als ob da jetzt irgendwelche Tiere gleich rauskommen. Okay, das hat geblubbert. Der Brefrohr. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ihr kennt ja noch diese Videos, wo diese Leute aus diesem Schlamm mit irgendwelchen Chemikalien diese Fische... Was war das denn jetzt für ein Video? Diese Fische rausholen, wissen diese diese Catfishes. Ich weiß nicht, wie die heißen in Deutsch. Welse? Nee, keine Ahnung. Okay, sie hat gerade eine Weisheitszahn-OP. Oh, ich glaube, die ist noch auf Narkosemittel. Aha. Ich war gar nicht in Narkose, ich habe das nur mit der örtlichen Betäubung gemacht und es war furchtbar, Freunde. Es war furchtbar. Okay, was haben wir hier? Wir haben einen Bleistift. Okay, er zoomt sehr nah an die Mine ran. Okay, die Kamera ist sehr stark, ja. Wir sind an der Mine, wir sind... Oh mein Gott.
Oh mein Gott, das ist krass. Ja, wenn man solche Dinge so richtig nah ranzoomt, das ist echt krass. Das war's auf jeden Fall mit viralen Clips aus dem Internet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch wieder morgen bei Elmargon. Übermorgen auch, übermorgen. Ihr kommt so viel cooler Content, Freunde. Ich gebe alles wirklich im Moment. Die Margang ist auch einfach, der Support ist da. Es macht einfach im Moment richtig viel Spaß, Freunde. Deswegen, ja, bleibt am Start. Schaltet jeden Tag ein, wenn Elmagi wieder am Start ist, Freunde. Vielen Dank fürs Anschauen. Hier kannst du auch mein Instagram abonnieren. Hier kannst du meinen YouTube-Kanal abonnieren. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Check die gerne ab und dann sehen wir uns morgen in aller Frische bei meinem Video. Haut rein, ciao, ciao. Euer Elmargon.